Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es um das Thema Reinfühlen. Oh, klingt erstmal ein bisschen seltsam, das Wort, oder? Und die meisten von euch werden jetzt schon wieder abschalten, weil sie wollen ja hardcore pumpen. Aber genau darum geht's. Ihr sollt euch in den Muskel reinfühlen. Und das ist kein spirituelles, ich hole Energie aus dem Boden oder so, sondern hier geht es darum, dass ihr es wirklich schafft, mit der Übung den Muskel zu treffen. Egal, wie ihr es nennen wollt. Mind Muscle Connection. Man kann es allerdings auch ganz einfach nennen, die Übung richtig für euch ausführen. Und das für euch kann ich gar nicht genug betonen. Es gibt so viele Maschinen, die gar nicht genug Einstellungsmöglichkeiten für euren sehr individuellen Körper, der nicht nur aus Körpergröße besteht, haben können. Bedeutet, wie weit sind eure Schulterblätter auseinander? Habt ihr irgendwelche Probleme? Wie weit sind sie nach vorne? Wie könnt ihr greifen? Kommt ihr besser in die Supination, Pronation und so weiter? Vorlieben, wie ihr es besser fühlt? Wie sind eure Nervenstränge gebaut im Körper? Was auch immer es ist, jeder von euch braucht einen klein wenig anderen Winkel. Ja, es gibt ein grobes, so macht ihr es richtig und so macht ihr es falsch. Aber dann gibt es eine ganze Menge Justierungen, die nur für euren Körper gelten. Das Wichtigste dabei ist, dass ihr rausfindet, wie ihr den Muskel am besten trefft. Und jetzt kommt keine gewagte Behauptung, sondern es ist einfach ein Fakt. Ganz viele von euch da draußen werden so manch eine Übung einfach nur absolvieren, aber nicht wirklich spüren. Gerade bei solchen Übungen wie Bankdrücken. Ob mit Kurzhanteln oder mit Langhanteln, machen viele einfach nur die Übung. Bringt sie wirklich was? Bauen sie dadurch eine Brust oder Masse auf? Spüren sie es überhaupt richtig in den Zielmuskel? Wieso habt ihr dann einfach mehr Pump, mehr Blut im entsprechenden Muskel, wenn ihr einfach Liegestütze macht oder wenn ihr an der fliegenden Maschine seid? Muss das so sein? Hat das nicht? Ist das nicht irgendwo ein Zeichen? Und genau darum geht es. Was meine ich, wenn ich den Leuten versuche beizubringen, ihr müsst euch in eine Übung reinfühlen? Dafür gibt es zunächst nun mal eine große Grundregel. Und das bedeutet, wir fangen mit niedrigem Gewicht an. Das ist nicht etwa nur eine Streberregel, ganz einfach, umso höher das Gewicht ist und umso weniger Wiederholung wir machen, desto weniger können wir natürlich Kontrolle ausüben. Desto weniger wissen wir, welche vielen Hilfsmuskeln aktiviert werden, gerade bei freien Übungen. Langhantelrudern im Stehen oder eben Kurzhantelbankdrücken. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wie wir diese drücken können. Die Ellbogen weiter oben haben, etwas weiter unten haben und so weiter. Da wissen wir nicht so richtig, was der Körper macht, wenn wir sowieso nur 3 Wiederholungen mit Ach und Krach schaffen. Denn dann macht der Körper Folgendes. Er stellt um auf, ich muss einfach dieses Gewicht hochbekommen. Das Wie ist ihm ganz egal. Der muss sich retten, denn sonst bricht dort alles zusammen. Also macht es auf dem besten Wege und euer Körper passt sich entsprechend an. Den wollen wir aber nicht. Wir sind Bodybuilder. Wir wollen nicht den besten Weg, wir wollen den schwierigsten Weg, der unseren Muskel zum Wachsen bringt. Und da kommt es dann einfach darauf an, dass wir das Ganze mit kleinem Gewicht anfangen und sehr kontrolliert. Wir wollen wirklich schauen, wo kommt am meisten Blut rein, wo kriegen wir einen richtig guten Pump. Und dann treffen wir den Muskel tendenziell am besten. Heißt also, wir fangen mit Gewichten an, mit dem wir jetzt nicht 100 Wiederholungen machen, aber zumindest gute, kontrollierte 20 Wiederholungen hinbekommen. Und ich zeige euch das heute mal am Beispiel von Kurzhantelbankdrücken, weil man gerade hier noch mehr justieren kann als schon beim Langhantelbankdrücken und das natürlich mit freien Gewichten. Also, ich mache es hier mal zeitgleich vor. Wenn ihr euch das Gewicht nehmt, dann müsst ihr schon bereits eure Ellbogenstellung versuchen rauszufinden, die für euch am besten ist. Optimal, wird euch fast jeder sagen, ist es, wenn ihr natürlich A, das sind die Grundregeln, Schulter nach hinten und nach unten. Das ist schon mal wichtig. Und das könnt ihr meistens am besten machen, indem ihr ungefähr einen solchen Winkel einnehmt, so knapp 40 Grad von hier oben aus. Dass hier dann die 0 wären, wären das die 40, wenn das die 90 sind, sind das die 60, wie auch immer, dass ihr ungefähr einen solchen Winkel drin habt, von dem ihr ausdrückt. Nicht hier oben irgendwo, wie man es früher gern gemacht hat. Das geht meistens tendenziell mehr auf die Schultern, denn ihr könnt diese auch einfach besser unten halten, wenn ihr natürlich auch mit den Ellbogen ein bisschen runtergeht. Umso weiter ihr nach oben geht, dann zieht ihr die Schultern schon mit. Also ein bisschen nach unten bringen. Und automatisch merke ich schon immer, ich gehe dann direkt mit der Brust weiter raus. Das kann ich hier oben. Nur schwer. Da lehne ich mich so ein bisschen gegen die Bewegung. Wenn ich hier runterkomme, kann ich richtig schön weit rausdrücken. Auch nicht zu weit unten sein. Aber wie weit das ist, und diese paar Grad machen oft schon was aus, das müsst ihr rausfinden. Ebenso wie die Brustkorbstellung. Heißt,
Wie weit gehe ich wirklich ins Hohlkreuz? Wie weit kriege ich die Schultern nach hinten und nach unten? Wie fühlt sich das Ganze an? Drücke ich auch von der Linie mehr von der unteren Brust aus, von der mittleren? Gehe ich viel weiter hier runter? Wie weit gehe ich in die Pronation oder Supination? Auch das ist ganz wichtig für euch rauszufinden. Hier gibt es kaum noch eine Regel, die besagt, dass etwas definitiv besser ist. Natürlich sollt ihr nicht irgendwo hier abhängen und das machen. Klar, aber es geht eben darum, dass ihr rausfindet, wie ihr diese kleinen graduellen Unterschiede für euch, für euren Körper am besten einbaut. Heißt, wenn ihr das Aufwärmtraining gemacht habt und wer mehr zum Aufwärmtraining wissen möchte, das Video definitiv anschauen, nicht verpassen. Der wird jetzt sich schon mal in die Grundposition begeben und vor allem, nachdem die Schultern und die Brust ja schon sowieso warm sind, die Brust auch besser spüren. Ihr seid also schon stabil gebaut oben, da ist schon viel Blut im Zielmuskel drin. Und jetzt geht ihr in die Ausgangsstellung und fangt an zu drücken und versucht euch wirklich darauf zu konzentrieren, wo spüre ich es von Anfang an am meisten. Nicht einfach nur das Gewicht hochdrücken. Wenn ihr bereits schon bei der zweiten, dritten Wiederholung trotz leichten Gewichts die Brust spürt, dann macht ihr etwas richtig, dann trefft ihr den Muskel. Versucht auch mal tatsächlich, euch mit dem Kopf in verschiedene Teile reinzudenken. Bei mir funktioniert das super beim Schrägbankdrücken, wenn ich mich versuche, in die obere, innere Ecke reinzufühlen, von der Brust. Heißt, ich drücke und stelle mir wirklich vor, wie das hier nur zieht. Und tatsächlich, ob ich es mir einbilde oder ob es tatsächlich so ist, ich spüre es am meisten genau hier oben. Und dann weiß ich natürlich, es geht den ganzen Weg bis dorthin. Denn die Muskelfasern verlaufen nun mal quer und dann muss dort einiges passieren. Und das hilft mir unheimlich, mich in den Zielmuskel einzufinden. Das Gleiche könnt ihr hier machen. Stellt euch entweder visuell eure Brust vor, wie sie kontrahiert. Stellt euch bestimmte Punkte vor, am besten irgendwo innen in der Brust und nicht nur außen. Und dann geht richtig rein, holt das Ganze richtig ab. Ich habe schon mal ein Video zum Abholen gemacht, wo es quasi darum geht, wie ihr das richtig rausdrückt und eine kleine, fast schon eher gedachte, gefühlte, halbrunde Bewegung macht, um die Brust abzuholen und dann rauszudrücken. Ganz wichtig ist auch, dass ihr euch darauf konzentriert, die Schulter hinten zu lassen, während der gesamten Bewegung. Wir gehen also nicht von hinten nach vorne, wie beim Rückentraining, wo wir von vorne nach hinten gehen. Nein, hier nicht. Hier gehen wir nach vorne, aber die Brust bleibt immer der höchste Punkt. Habe ich in Dutzenden von Videos schon erklärt. Wenn ihr das jetzt seht, so gehe ich auf die Brust, so nicht. Ganz leicht zu sehen von der Seite. Jetzt seht ihr nur Schulter, jetzt seht ihr Brust. Und das ist ganz wichtig, hierbei zu erkennen und sich da eben reinzufühlen. Und irgendwann habt ihr die richtige Idee von der Übung. Und wenn ihr dazu eine ganze Trainingseinheit braucht, tastet euch ran. Geht nicht höher als mit einem Gewicht, mit dem ihr hinterher 8 Wiederholungen schafft. Ihr geht immer weiter hoch. Das geht fließend über von Aufwärmtraining zum ersten Working Set. Angenommen, ihr macht am Anfang 25 Wiederholungen oder könntet die machen, macht aber nur 20. Danach geht ihr runter auf 15, 12. Und immer dann, wenn ihr merkt, ja, ich fühle mehr, könnt ihr wirklich weiter runtergehen und das Gewicht weiter erhöhen. Und das könnt ihr sogar bei jeder Trainingseinheit machen. Es geht jetzt nicht nur darum, sich einmal einzufühlen und zu justieren und zu wissen, ah, das ist also mein Gewicht, jetzt habe ich den Muskel getroffen, jetzt fange ich beim nächsten Mal mit dem Gewicht an. Ihr glaubt gar nicht, wie gut es tun kann für diesen entscheidenden Satz, wo ihr nur noch 6 Wiederholungen macht mit dem höchsten Gewicht, wenn ihr vorher bereits 6, 7 Sätze gemacht habt. Ich habe sehr lange Zeit das Gleiche gedacht wie ihr wahrscheinlich. Oh nein, damit verschwende ich doch Ressourcen und könnte eigentlich viel mehr Gewicht nehmen. Das Ding ist, dieses viel mehr Gewicht wird euch gar nichts bringen. Die Brust wird nicht dicker sein, ihr werdet nicht großartig kräftiger. Es bringt einfach nichts. Bis auf, dass ihr wisst, oh, da war eine größere Zahl auf der Hantel, die ich bewegt habe. Also macht es von Anfang an lieber richtig. Und das bei allen Übungen. Heißt nicht, dass ihr vor jeder einzelnen Übung 6, 7 Aufwärmsätze machen müsst. Ich halte es so, dass ich das vor allem bei der ersten Übung mache. Und das ist auch oft eine Grundübung bei mir. Und dann ist der Zielmuskel oft schon warm. Jetzt kann es natürlich sein, dass ihr eine andere Übung habt und da erstmal ein Gefühl für entwickeln müsst, wenn die so ganz anders ist. Beim Bizeps werdet ihr das kaum brauchen, beim Rücken aber schon eher. Und dann könnt ihr natürlich auch da wieder 1, 2 Sätze machen, um zu gucken, wie er reinkommt. Wie ihr hier seht, auch Teilwiederholungen führen euch manchmal zum Ziel. Hier bin ich nur im unteren Bereich, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ich das da unten am besten spüre. Hier kann man das aber auch im oberen Bereich mal machen, dann wieder komplette Wiederholungen. Ihr habt nur ein Ziel, ich will den Muskel fühlen, von Anfang an bis zum Ende.
Und dann habt ihr es geschafft. Das ist das Reinfühlen. Und glaubt mir, wenn ihr euch einmal in eine Übung reingefühlt habt, dann macht ihr Jahre gut. Es gibt Leute, die machen schon seit 5 Jahren Bankdrücken, haben es aber noch nicht einmal geschafft, die Brust damit so richtig zu erreichen. Klar, sie werden irgendwann stärker und ein bisschen was wächst das mit, aber sie vergeuden so viel Potenzial. Diejenigen, die von Anfang an das aber gut fühlen, die können das Gleiche in 6 Monaten machen. Und ganz besonders bei einer Muskulatur gilt das. Und das ist beim Rücken. Der Rücken besteht aus so vielen verschiedenen Muskulaturteilen, aus so vielen Strängen, die übereinander und untereinander verlaufen, dass die einzelnen Teile davon zu fühlen wirklich schwer ist. Den Rücken richtig zu treffen, dauert oft Jahre. Bei der Brust gibt es oft nur das stupide nach vorne drücken, kann man so sagen. Genauso beim Bizeps, einfach nur anziehen. Da kann man relativ wenig falsch machen. Und selbst bei der Beinpresse ist es sehr schwer, die Beine nicht mitzutrainieren. Aber beim Rücken ist das möglich. Kleines Beispiel dafür wäre, wenn ich das hier mache. Das hier sind eigentlich streng genommen Curls. Das hier wären natürlich noch isoliertere Curls, aber das hier sind hauptsächlich Arme. Wenn ich aber den ganzen Weg gehe und versuche, mich hinten reinzufühlen, ich sage immer, wie ein Blatt Papier zwischen den Schulterblättern einklemmen, dann macht man das. So, Leute, ich hoffe, das hat euch ein bisschen was gebracht. Wenn ja, lasst es mich gerne wissen. Wenn ihr mehr zum Reinfühlen zu einzelnen Übungen wissen wollt und da gerne mal ein paar Tipps haben wollt, gerade bei Rückenübungen, schreibt es in die Kommentare. Umso mehr Daumen der Kommentar nach oben geht, desto eher gehe ich natürlich auch drauf ein. Und es inspiriert mich immer weiter für weitere Videos. Wer weitere Videos sehen möchte, stöbert mal im Kanal so ein bisschen rum. Wer keine mehr verpassen möchte, aktiviert einfach mal den Abonnieren-Button und die Glocke. So, das war's von mir. Macht's gut, bis bald. Euer Gotti.